spezielle Gäste, die wir auch begrüßen wollen, nämlich sogenannte Bürgerdelegationen aus allen Bundesländern. Ich glaube, die haben auch ihre Fähnchen mit dabei, genau, aus allen 16 Bundesländern. Sehr schön zu sehen. Wer ist denn alles Mitglied in dieser Delegation aus den Bundesländern? Sind es ganz normale Menschen? Sind es Würdenträger? Wer ist da zu sehen? Wer ist da mit dabei? Das sind ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die sich aber sehr engagiert haben für das Gemeinwesen in ganz verschiedenen Initiativen, kulturellen, sozialen, Umweltbewegungen, in Selbsthilfegruppen, also Engagement jeder Art. Und jedes Land schickt eine Delegation von 15 solcher Bürgerinnen und Bürgern, die sich sehr engagiert haben. Und die begleite ich nachher zum Maultaschenessen auf dem Spielerplatz. Also, herzlich willkommen den Gästen aus den anderen Bundesländern. Und mal einen Riesenapplaus, dass Sie den zum Teil weiten Weg, auch aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, hier nach Baden-Württemberg geflogen haben. Herzlich willkommen und hoffentlich fühlen Sie sich wohl. Was wird die Delegation und was werden die denn erleben in den nächsten beiden Tagen? Ich glaube, erstmal ist für die Delegation sehr wichtig, der Bundespräsident wird sie persönlich empfangen morgen und das würdigen einfach dadurch, dass er mit ihnen spricht. Und sie haben natürlich viele Gelegenheiten, dann Kontakt mit verschiedenen Institutionen und Events aufzunehmen. Was hätten Sie denn gerne, dass die Delegationen vielleicht auch mit nach Hause nehmen als Eindruck von Baden-Württemberg? Ja, wir sind aber ein vielfältiges Land. Ja. Wir sind das Land der Tüftler, bekannt als eine sehr innovative Region. Wir sind aber auch das Land von peppiger Kultur. Wir sind auch das Land von Genuss und Gourmet. Ja, beste Produkte aus den verschiedenen Regionen. Also ein Land in seiner ganzen Vielfalt, in jeder Hinsicht auch ein aufmüpfiges Völkchen, was wir hier an den Stuttgart 21 Gegnern sehen. Ja, also das Land bietet alles. Vielen Dank. Apropos Gourmet, wir haben noch zwei weitere Gäste, weil gleich geht das Bühnenprogramm ja auch weiter. Die wollen wir gerne hier auf die Bühne mit dazu holen, nämlich Ihre Frau, Gerlinde Kretschmann. Herzlich willkommen hier bei uns auf der Bühne. Und auch den Vincent Klink. Ja, Frau Kretschmann, hallo. Und der Vincent auch hier noch auf der anderen Seite. Genau. So. Herzlich willkommen. Also sehen Sie Ihren Mann ist heute das erste Mal? Sehen Sie den Mann heute zum ersten Mal oder haben Sie schon mehrere Termine heute gemeinsam gehabt? Ja, heute haben wir schon mal gesehen. Sind Sie, ich meine, Sie haben eine sehr schicke Schürze an vom Vincent hier. Sind Sie eigentlich eine gute Köchin? Auch würden Sie sich als gute Köchin bezeichnen? Ja. Ah ja, klar. Wodurch begründen Sie das? Ich kann schnell kochen, also ich tudlig, ne, sondern einfach effektiv und rasch und kann auch aus irgendwelchen Resten noch irgendwas zaubern, wo Leute sagen, oh, das war jetzt eigentlich mal gut heute. Ja, so eine Sendung, wo man halt, die Partner separat miteinander befragt. Wir wollen mal die Kronzeugen befragen. Ist sie wirklich eine gute Köchin? Ja, also ich esse jedenfalls gern mal sie auf den Tisch. Ja. Sie machen heute mit dem Vincent Klink zusammen Maultaschen. Haben Sie das schon? Weil es ist ja nicht ganz einfach, schon mit Aufwand, so eine Maultasche zu machen. Also einen Steg in die Pfanne zu hauen, das ist viel einfacher. Haben Sie schon mal zu Hause Maultaschen selber gemacht? Nein. Das heißt, Sie müssen heute was lernen oder dürfen heute was lernen? Ja, da freue ich mich richtig drauf. Haben Sie ein bisschen Bammel davor auch? Ja, ich gäbe es zu. Also einer, der mit Sicherheit ein guter Koch ist, das ist der Vincent Klink. Der hat ja die eigene Sendung, Vincent Klink Kochkunst. Was ist denn eigentlich das Geheimnis der guten Maultasche? Das wollen wir vielleicht, bevor die Sendung losgeht, vielleicht in Stichworten nochmal erklären. Ich glaube, das Mikro ist an. Also, es ist so, das Geheimnis ist, von außen sieht diese Maultasche unscheinbar aus und innen ist was ganz Tolles drin, aber natürlich nicht immer. Die Maultasche kann auch heimtückisch sein. Und bevor wir jetzt weitermachen, ihr wisst ja, ich bin auch ein S21er, aber jetzt schwätzen wir vom Kocher und ihr seid still. Okay?
mehr bammeln noch, wenn Sie hören, wie gescheit der da auch herschwätzen kann? Bieten Sie da Paroli auch nachher? Ja, es kann sein, dass ich einfach sage, ich gucke jetzt zu und mache den Kartoffelsalat zum Beispiel. Das kann ich nämlich. Wenn wir Sie schon hier haben, wollen wir natürlich auch noch mal ein paar Geheimnisse versuchen aufzudecken. Zum Beispiel das Geheimnis, was mag denn eigentlich Winfried Kretschmann zu Hause am liebsten essen? Also am liebsten essen mag er Kässpätzle mit einer ganzen Pfanne voll angeröstete Zwiebeln. Ja, aber so ein Berg, gell? Und einen Endivien-Salat dazu. Ja. Dann isst er gern Kohlroulade mit Salzkartoffeln und selber gemachtem, also von mir selber gemachtem Rotkraut dazu. Nicht ganz ergeben, ja. Dann isst er sehr gern Suppe, was ich auch sehr gern mache, also Rindfleischsuppe mit Flädler zum Beispiel oder mit Grießdösle. So. Also die Maultasche kam jetzt nicht vor, Herr Kretschmann. Also ehrlich gesagt, ja, also die Fahrt habe ich selber noch nie. In der Kohlroulade, das heißt ja eine Schwäbisch-Krautwickel. Daran sieht man, dass meine Eltern aus Ostpreußen stammen. Daher mag ich das. Das ist also ein Gericht, das ich aus Erinnerung an meine Mutter küche. Vielen Dank. Und dann wünsche ich viel Spaß mit den Fahnenträgern der Bürgerdelegation. Hier ist Ihr Gastgeber, der jetzt zu Ihnen kommt, der Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Viel Spaß mit ihm. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Wir bauen kurz um. Wir müssen den Tisch abbauen, wir müssen schauen, ob die Kartoffeln da sind, ob das Mehl da ist, ob die Eier da sind, ob die Kalbfleischsachen da sind. Bis gleich mit Gerlinde Kretschmann und Vincent Link. Vielen Dank. Okay.